weiß jetzt nicht, ob der Schlauch reicht, wenn ihr so umständlich anlegt. Andrea und Birgit tanken Schiffe auf. Gut, geht ab die wilde Fahrt. Ja, immer mit der Ruhe, ne? Wir sind auf der Arbeit. Würde ich sagen, gehören zum Hafen wie das Wasser von der Elbe. Na, Zunge gerade halten. Ich hätte von der anderen Seite angefangen. Sie sind immer vor Ort, egal ob es stürmt oder regnet. Zuckerpuppen sind wir eh nicht, wir lösen uns nicht auf hier. Eine typische Handbewegung machen wir. Gleich ist hier Hochbetrieb. Andrea und Birgit von der Schiffstankstelle mitten im Hamburger Hafen steht der schwerste Arbeitstag der Woche bevor. Bis zu 20 Schiffe werden heute kommen, schätze ich mal. Und wird ein harter Tag. Kollegin Andrea kommt nie allein. Kiwi gehört dazu. Da fehlt auch was. Die Kunden fragen nach Kiwi, wenn sie nicht dabei ist, was mit ihr los ist. Sie sind beim Hamburg Bunker Service, kurz HBS, angestellt. Betanken heißt im Hafen bunkern. Der Begriff stammt aus der Zeit, als Dampfschiffe noch mit Kohlen aus einem Lager, dem Bunker, befeuert wurden. Gehen Sie rein, Frau Herford. Danke, Frau von Schengen. Andrea Herford übernahm vor 16 Jahren als erste Frau die Bunkerstation. Sie hat Birgit von Zengen vor gut einem Jahr auf dem schwimmenden Ponton angelernt. Das bewegt sich die ganze Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal ganz heftig. Da muss man sich schon mal festhalten. Ihr Arbeitsplatz. 32 Schritte lang, 6 Schritte breit. Birgit ist mit ihren 56 Jahren Quereinsteigerin. 30 Jahre lang hat sie in Kneipen ausgeschenkt, wurde dann arbeitslos. Auf der Bunkerstation wagt sie unter Andrea einen Neuanfang. Ich drehe jetzt die Tanks auf, dass der Sprit auch gut ablaufen kann hier. Im Angebot verschiedene Schiffskraftstoffe. Das machen wir mit der anderen Seite auch nochmal. Wir haben hier gesamt für den Sprit für die Berufsschifffahrt 180.000 Liter drin, wenn wir voll sind. Der Helgoland-Katamaran hat eine feste Dieselpipeline und liegt direkt neben ihrem Ponton. Na, Andreas, hast Lust? Birgit sorgt auch für Frischwasser. Ich merke das schon, voll motivierter Mann. Der Halunderjet nimmt jeden Tag zwischen 1,5 und 2,5 Tonnen Wasser. Weil die brauchen ja auch was für die Küche, zum Kaffee kochen und so weiter, für die Toiletten und Waschbecken und so weiter. Oder um auch mal das Deck zu schrubben, dafür brauchen sie halt ihr Wasser. Und das ist eben jeden Tag so. Birgits Vorgängerin genügte Andreas Ansprüchen nicht und verließ die Bunkerstation. Da habe ich dann ab und zu doch mal die Chefin raushängen lassen und habe gesagt, du, wenn das so nicht läuft, dann muss ich hier mal die Chefin raushängen lassen und muss dementsprechend Wort mit dir führen, weil so geht das nicht. So, einmal das Wasser aus dem Schlauch treten. So können sie ihn leichter tragen und es verbleiben keine Bakterien im Schlauch, hat Birgit schon von Andrea gelernt. Die ist mit Schiffen groß geworden. Ihr Vater war Ewerführer, ein Beruf, der heute Hafenschiffer heißt. Ein bisschen Knöf muss hier schon haben, sonst wäre das nichts, weil das sind doch immer ein paar Kilos, die du hier zu bewegen hast. Bin hart körperlich gewohnt zu arbeiten, ja, von Anfang an, schon von Kindesbeinen auf an. Bin ja auch schon mit meinem Vater hier im Hafen gewesen und habe Schuten verdampft, weil er Edelhölzer für eine Firma immer von Seeschiffen abgenommen hat, in Schuten geladen und dann ab ins Lager nach Wilhelmsburg. Da war ich schon als kleines Kind mit bei. 11.500 Liter. Ihre Chefin ist mit 66 schon im Rentenalter. Birgit muss sie überzeugen, ja. Oh, und 10, die schenken wir ihnen. Dass sie die Richtige für die Nachfolge ist. Ich bin von Haus aus kräftig und ja, ich habe 4 Kinder, die mussten ja auch die Treppen hoch und runter geschleppt werden. Sag ich jetzt mal so. Ja, und dann nachher Gastronomie, ne? Kisten schleppen, Fässer bewegen, das kommt voll automatisch. Natürlich machen die Knochen das nicht so mit, aber gut. Das schieben wir mal beiseite, ne? Andreas vom Halunderjet will schnell bezahlen, damit die Helgoland-Touristen nicht warten müssen. Zwei Wasser? Sie haben fast nur Stammkunden. Dazu gehört auch die Wasserschutzpolizei.
Es gibt zwar noch eine zweite Bunkerstation im Hafen, doch viele Schiffer tanken nur bei ihnen. Das ist nicht nur Kraftstoff oder was man sonst so braucht hier, ne? Das ist auch um einen privaten Plausch machen, ne? Kleinen Schnack am Rande, damit man den Tag gut beginnen kann oder am Abend dann entsprechend gut ausklingen kann. Ne? Genau, ja. Alles klar. Der erste Kunde ist abgefertigt, nimmt Kurs auf Helgoland. Schönen Tag euch. Tschüss, Martin. Ich habe ja schon mal gedacht, so vielleicht auch mal eine Kreuzfahrt oder so zu machen. Muss ja kein Riesendampfer sein, aber oder hier Richtung Norden, ne, Norwegen, da unten die Ecke. Das ist auch schön. Ja, das hat schon was. Das würde ich auch noch mal gerne sehen. Als alleinerziehende Mutter konnte sie sich solche Reisen bisher nicht leisten. Ich muss hier mal einmal langziehen, sonst habe ich gleich einen Knoten. Einmal langziehen? Sonst haben wir gleich einen Knoten. Du wieder, sag mal. Seit sie hinterm Tresen gearbeitet hat, kennt sie keine Berührungsängste mehr. Und auch vorher, während ihrer Friseurlehre, hatte sie viel mit Menschen zu tun. Na, Zunge gerade halten. Ich hätte von der anderen Seite angefangen. Im Hafen ist das einmalig eigentlich, dass wir Frauen an der Bunkerstation haben. Das ist schon eine kleine Besonderheit für Hamburg und das schon seit vielen Jahren und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Andreas Hündin geht so gut wie nie leer aus. Guten Morgen! Guten Morgen, Frau! Hallo! Ein Barkassenführer bringt Kiwi immer ein besonderes Leckerli mit. Auf ihn wartet die Hündin den ganzen Tag. 10 Uhr. Andrea und Birgit haben nun Zeit für ein spätes Frühstück. Bitte schön. Dankeschön. Die gute selbstgemachte. Diese einzige gemeinsame Mahlzeit ist bei Ihnen Ritual. Das machen wir wie zu Hause, genau. Ja. Die Zeit muss man sich einfach gönnen. Wird ab und zu unterbrochen durch einen Bunkervorgang, aber da vielleicht haben wir heute ja mal Glück. Vielleicht können wir heute mal am Rutsch frühstücken. Ja. Wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann sagen wir uns das und hinterher ist wieder gut. Ab und zu streiten wir uns um die Arbeit. Aber sonst nicht. Das stimmt. Ich will auch mal wieder raus. Soll ich nicht mal rausgehen? Wenn du möchtest. Schiffe, die länger als 30 Meter sind, können hier übrigens nicht anlegen. Sie werden im Hafen von Tankschiffen bewankert. Alles gut. Sie kennt hier keine jüngere Schiffsführerin als die 23-jährige Pauline. Andrea wäre in diesem Alter auch gerne Hafenschifferin geworden. Aber damals war das noch ein reiner Männerjob. Mittlerweile gibt es immer mehr Frauen im Hafen. Man kennt sich, ja. Ich kenne sie noch als Lehrling und jetzt ist sie selber schon Schiffsführer. Geht schnell. Naja, für mich war das ein Kindheitstraum, Schiff zu fahren. Ich wollte eigentlich auf See, aber dann irgendwie doch von zu Hause weg und abends nicht zu Hause, habe ich mich dann eben dagegen entschieden, auf See zu gehen. Und habe dann gesagt, gut, dann machst du halt hier irgendwas. Und dann habe ich gesagt, gehe ich halt in den Hafen. Und weiß nicht, Touristen fand ich irgendwie ganz lustig. Da jetzt doof gucken, weil ich irgendwie eine Frau bin, das interessiert hier keinen, sondern wenn ich scheiße fahre, dann fahre ich halt scheiße und dann kriege ich halt einen auf den Deckel. Also von daher würde ich sagen, ist das hier schon... Oh, ein bisschen rauer, aber doch sehr ehrlich und entspannt und angenehm. Pauline fährt Touristen zum Auswanderermuseum. So, ihr Lieben. Moin. Moin. Ja. Einmal voll machen? Ja. Der Kunde tankt noch einmal auf für das große Tucker-Treffen. Ihr seid ja auch morgen dabei, ne? Auf jeden Fall. Super. Auch Birgit und Andrea wollen mitfahren. Also wir treffen uns irgendwie in Finkenwerder morgen. Wunderbar. Wisst ihr eigentlich, wie viel kommen? Bitte? Wie viel kommen? Bestimmt so 8 bis 10 wären bestimmt dabei, schön. Mindestens. Ja, das ist ja gut. Am besten Proviant mitnehmen, wa? Ja, auf alle. Gut, dann muss ich heute Abend ja noch ein paar Frikadellen braten oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Tschüss. Das Tucker-Treffen ist ein Ausflug mit historischen Arbeitsbooten. Birgit hat ihn noch nie mitgemacht und ist gespannt auf den morgigen Sonnabend. Moin. Moin, na, alles gut bei dir? Ja, Muss. Ja, den hat sie schon rausgesucht, dein Scheibenwischer. Andrea ist bekannt dafür, dass sie fast alles besorgen kann. Ein offenes Ohr hat sie außerdem. Ich habe noch 2 Jahre. Du hast noch 2 Jahre. Ich höre dann auf, ja. Du hörst definitiv. Ja, dann habe ich 43 Jahre als Festmacher gearbeitet, das reicht ja wohl.
dann sind die Knochen auch froh. Ja, man merkt das, man merkt das immer jetzt schon. Ja. Aber eben, ich bin mal gespannt. Ich muss irgendwas machen nachher. Ich weiß noch nicht genau was. Hund habe ich ja, also spazieren gehen regelmäßig ist schon mal da. Aber ich könnte in Rente gehen, wollen wir es so sagen. Mein Alter habe ich erreicht. Aber der Chef und die Damen im Büro von uns, die möchten das nicht so gerne und ich auch nicht. Weil ich will alleine zu Hause und hier bin ich doch unter Leuten, was eben, sagen wir mal, ein bisschen Familienleben auch total ersetzt, wenn man alleine ist. Andrea war 37 Jahre lang verheiratet. Mein Mann ist schon mit 57 verstorben. Man wurde doch hier sehr gut aufgefangen von den Jungs hier aus dem Hafen. Dass jeder, sag ich mal, Verständnis und auch ein paar nette Worte dafür gefunden hat. Und dass man da immer, sag mal, auch hier die Seele ein bisschen durchhängen kann. Auch Birgit schätzt den Zusammenhalt im Hafen. Ein wichtiger Grund, warum sie die Schiffstankstelle gerne übernehmen möchte. Du bist schuld da dran. Du hast sie eingepfiffen, ne? So, dann gehe ich noch mal nach hinten. In meinen Kabuff und mach ein paar Westen. Ab ins SM-Studio. Ja. Was Andrea jetzt macht, darf Birgit noch nicht. Rettungswesten für die Hafenschiffe warten. Der Check-up ist alle 2 Jahre Pflicht. Kosten 40 Euro. Im Wasser, klack. Da habe ich extra Kurse für abgelegt, dass ich das auch darf. Und jetzt wird es einmal noch mechanisch mit der Reißleine gemacht. Andreas Erfahrung ist hier eine Menge wert. Ja, die hat also unwahrscheinlich viel Wissen über Schifffahrt und alles Mögliche. Und ich finde das irre, was die so alles weiß. Also wenn ich mal irgendwie nicht weiter weiß, weil man kann sich ja auch nicht alles auf einmal merken, denn beste Ansprechperson ist Andrea, ne? Selbst die aus dem Büro rufen uns an, wenn sie mal was nicht wissen. Diesmal ist Hafenschiffer Lars am Telefon. Ihr Sohn. Na, war das. Sein Tank ist leer. Also hier würde ich es vielleicht noch hinkriegen, aber Entenwerder nicht. Andrea kann ihn dazwischen schieben. Bis dann. Tschüss. Aber erst einmal nimmt sie eine Yacht in Empfang. Ach, guck mal da. Auch Privatboote dürfen hier tanken. Nur nicht steuerfrei wie die Berufsschifffahrt. Haben Sie ein Schüsselchen Wasser? Ja. Ich würde das lieber übers Holz packen, bevor wir anfangen zu bunkern. Okay. Dann gibt es nicht diese bösen Flecken. Von dem Yachtbesitzer erfährt Andrea, dass er sich gerade eine berufliche Auszeit gönnt und mit seiner Frau durch Europa schippert. Ja, das wäre was für mich. Da würde ich auch aufhören zu arbeiten und damit schön mir Deutschland angucken. Aber sind auch schon seit 3,5 Monaten unterwegs. Oh, schön, herrlich. Gibt doch nichts Freieres, wie sich auf dem Wasser zu bewegen. Immerhin wartet auf sie das Tucker-Treffen morgen. Haben wir uns jetzt dieses Jahr entschieden, auf dem Schiff zu leben und sind vor 3,5 Monaten losgefahren, haben jetzt ganz Westholland bis unten Belgien erkundet, dann die Nordsee. Und nur wenn er will. Und wie heißt du? Milo. Milo, oh, schöner Name. Sind Sie schon viele Jahre hier? Ich ja. 16. 16 Jahre. Ja, ja. Ich wäre eigentlich schon in Rente, aber nein. Nein, nein. Andrea hat auch schon Pläne für die Zukunft. Was ich doch mal gerne machen würde, mit den Hurtigrouten bis nach oben fahren für die Nordlichter gucken. Das wäre noch mal so mein Traum. Aber das sind so, glaube ich, so eine Reise bummelige 8000. Das ist ein bisschen sehr üppig. Was ich sonst noch auf dem Wasser gerne mal machen würde, ist mit Delfinen schwimmen. Da hätte ich auch mal richtig Lust zu. Oh, da kommt mein Sohn, Lars, zum Bunkern. Lars fährt gerade einen sogenannten Schuber für den Gütertransport. Der 47-Jährige ist selbstständiger Hafenschiffer. Lars, hallo, Sohnemann.
Andrea hat auch noch einen jüngeren Sohn, der Schlepperkapitän werden will. Derzeit arbeitet er auf einem Seeschiff vor Schweden. Sie ist froh, dass wenigstens Lars hier ist. Schön, vor allen Dingen sieht man ihn dann auch mal. Weil privat durchs Alter sieht man sich ja dann immer nicht mehr ganz so häufig. Und dadurch, dass wir beide ziemlich hier im Hafen arbeiten, sieht man ihn dann doch schon mal ein, zwei Tage öfter. Wie viel? 2,5. Geht los. Ich habe zwar eine Zeit lang was anderes gemacht, bin ein bisschen LKW gefahren, aber Wasser war schon immer ganz weit vorne und bleibt auch so. Er ist genauso ein Wühler wie seine Eltern von arbeitstechnisch. Ja, machen wir erstmal Diesel an, das ist wichtiger. Lars setzt die Familientradition fort. Stolz und mit einem Auge so ein bisschen weinen, dass mein Vater das leider alles nicht mehr erleben kann. Dass er wirklich schon Schipper vom Herrn geworden ist. Das ist leider, das ist die Träne dabei. Aber sonst stolz so, was er geleistet hat auch und geschaffen hat. Tschüss, Mutti. Tschüss, Sohnemann. Auf dem Ponton geht Andreas' Arbeit weiter. Im Schnitt bebunkert sie 300 Schiffe pro Monat. Die braucht das auch, die muss das machen. Sonst ist ihr das zu langweilig zu Hause. Wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, ist das für viele, glaube ich, ganz schön schwierig, auf einmal nichts mehr zu machen. Ja, das ist Schubschiff. Wir schieben irgendwelche Schuten, alles Mögliche. Manchmal sind Container drin, manchmal Kohle, Split, Sand, alles. Die werden hier festgekoppelt und dann geht das los. Auch Lars wird beim morgigen Tucker-Treffen mit einem historischen Boot dabei sein und Andrea und Birgit mitnehmen. Aber deren heutiger Arbeitstag ist noch nicht zu Ende. So, ab in den Keller arbeiten. Wir kriegen so viel Ware teilweise, wenn das alles ziemlich gleich leer wird, was wir hier so im Repertoire haben, im Angebot. Reinigungsmittel zum Beispiel für die Toilette, fürs Geschirr, für die Wäsche. Einige haben auch Waschmaschinen an Bord. So ein Allzweckreiniger zum Beispiel. Mittlerweile läuft der Verkauf wieder so wie früher. Während des Lockdowns durften die Fahrgastschiffe nicht mehr fahren. Und das merkten Birgit und Andrea auch auf der Bunkerstation. Weniger Schiffe, weniger Umsatz. 16 Uhr. Feierabends. Jedenfalls für Andrea. Birgit muss heute Abend noch einmal zurückkommen, um den Halunderjet fürs Wochenende vollzutanken. Kiwi, bleib hier. Kiwi, bleib. Am nächsten Tag vor der Sitaswerft. Das große Tucker-Treffen. Einmal im Jahr gehen die Liebhaber von Traditionsarbeitsbooten gemeinsam auf Tour. Für Birgit ist es eine Gelegenheit, ihre Kunden auch einmal privat kennenzulernen. Wie auch für Andrea, die schon öfter dabei war. Ich freue mich riesig drauf und erwarten, tun wir eine schöne Fahrt nach Buxtehude. Mit ein bisschen Aufenthalt, wo wir uns noch nicht zusammensetzen können. Und einfach den Tag toll genießen, vor allen Dingen mit meinem Sohn. Macht richtig Spaß. Immer schon. Bin immer schon gerne auf dem Wasser gefahren. Ich werde auch nicht seekrank. Also keine Panik. Freunde von Lars tuckern mit nach Buxtehude. Andrea und Birgit treffen sich inzwischen auch in Hamburg außerhalb der Arbeitszeit. Wir gehen öfters auch mal schön Eis essen oder das Portugiesenviertel mal. Aber auch wir beide haben auch schon so ein paar Schicksalsschläge hinter uns. Das verbindet auch. Genau. Das passt ganz gut. Die Fahrt auf der Este zum Buxtehuder Hafen dauert 2 Stunden. Das 70 Jahre alte Festmacherboot hat Lars von seinem Vater geerbt. Früher kam es in der Motorbootfahrschule seiner Eltern zum Einsatz. Kurs halten. Für Andrea kein Problem. Und mein Vater als Kind fiel mit einer Kasse durch den Hafen. Und immer auch neugierig gefragt, Papa, darf ich auch mal fahren? Und mein Vater hat mich auch immer gelassen, wenn ich fahren wollte. Oder hat auch selber gesagt, fahr du mal, ich habe keine Lust. Und dann bin ich gefahren, teilweise auch mit 5 Schuten hinten dran. Habe ich, ja. Warte mal, jetzt Andrea, so, jetzt sollst du mich loswerden, habe ich genau gemerkt. Nein.
Die Tucker-Parade im Landkreis Stade. Ein Highlight für die zwei von der Schiffstankstelle. Und ein Tag, an dem sie sich wieder ein Stück näher gekommen sind. Jo, kurze Pause. Vielleicht ein Eis essen und oder eine Wurst. Zwischen Buxtehude unsicher machen und dann fahren wir wieder zurück. Soll es nicht immer auffallen, wenn wir irgendwo sind? Doch, macht doch, das nicht immer unsicher. Ja? Da, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Montag, morgens um 7:30. Der Helgoland-Katamaran ist bereits vollgetankt. Für Birgit ist das mittlerweile Routine. Sie arbeitet sich jeden Tag besser ein. Und Andrea traut ihr immer mehr zu. So, jetzt wollen wir noch mal wieder die Leitung umstellen. Weil der Halunajet ja seine eigene Leitung hat, wird die geöffnet. Und wenn er fertig ist, wird die wieder verschlossen, damit der Sprit wieder in unseren normalen Schlauch laufen kann. Man siehe und staune, ein Mega-Penis hier. Hat mal irgendjemand aus dem Wasser gefischt und da macht sich unser Kollege immer Spaß draus und bindet die vorne an die Schiffe, an unsere Bunkerschiffe. Und die merken das nicht gleich und kriegen dann über Funk natürlich ganz tolle Avancen geschickt. Da freuen die sich erstmal wieder hochpacken, weit weg, damit er den erstmal nicht wieder sieht. Der macht immer so eine Späßchen. Ja, was man so alles aus dem Wasser fischt hier, ne? Wir sammeln auch manchmal Plastik aus dem Wasser auf. Müll in der Elbe, Glasscherben an Land. Ihnen ist wichtig, dass Ihr Bereich sauber bleibt. Und da müssen wir mal alles vorbereiten. Und das dicke Rohr noch anschließen. Moin. Mehrmals in der Woche muss Ihre Bunkerstation aufgefüllt werden. Das machen die eigenen Schiffe von HBS, die sonst größere Pötte im Hafen betanken. Das Rohr ist 8 Kilo schwer. Gerade beim Bunkern der eigenen Tanks kann Birgit zeigen, dass auch sie Knöf hat und in der Lage ist, die Schiffstankstelle bald zu übernehmen. Ihre Arbeit immer mehr auf Augenhöhe. Nee. Erstmal 70 und dann nochmal gucken. Wir dürfen nicht ganz voll bunkern. Denk dran, Andrea, ne? 70 habe ich gesagt. Wie viel haben wir noch drin? 13,3. Also 20 haben wir drin oder 13,3 zusammen? 13,3 zusammen. Deine und meine gepeilte Menge. Ja. 13,3, habe ich gesagt, 70. Ja, mehr nicht, weil wir ja nicht so voll machen sollen. Ja. Hat noch nicht gearbeitet. Pumpt die denn überhaupt? Hast du geguckt? Natürlich pumpt die. Der Ponton wird alle 5 Jahre vom TÜV gecheckt. Die Tanks auf Dichtheit überprüft. Nicht ganz so stark bitte, das spritzt nach oben. Mein Vater war gelernter Baumaschinenschlosser und hat vieles selber gemacht. Ich glaube, das ist noch so diese Generation halt. Ne? Und ich habe immer viel zugeguckt, habe dadurch natürlich auch viel gelernt, viel doofe Fragen gestellt natürlich. So, und dann lernt man das alles. Ne? Also auch mit Strom und dies und das, dass das alles dann, ja, das verinnerlicht man dann irgendwie. Andrea hat wieder mal Kuchen für die Kundschaft gebacken. Magst du mal bitte nehmen? Besser geht doch nicht, oder? Lecker selbstgemachter Kuchen. Auf einen Kaffee kommt heute auch Birgits Tochter Katharina vorbei. Mit ihren 2 Töchtern. Komm mal zu Oma. Oma hilft dir mal rüber. Oma, sie kann mich gar nicht sehen. Geht's dir wieder ein bisschen besser, mein Schatz? Du erkältete Maus, du. Thalia ist heute das erste Mal hier bei Oma. Birgit hat 5 Enkelkinder. Ich bin stolze Mutter und stolze Oma. Das gehört ja zu einer Familie dazu, finde ich immer so. Ne? Kinder, Enkelkinder, können nicht genug sein. Wir sind ja auch ein paar mehr zu Hause gewesen. 6 Geschwister, ne? Ja, macht schon Spaß. Jetzt kommt Taucher Heros zum Bunker. Hündin Kiwi muss auf ihren Lieblingskunden immer noch warten. Auf Barkassenführer Malte mit den besonderen Leckerlis. Jetzt sind erstmal die Taucher dran. Die kennen die Elbe auch von unten.
bergen Schiffe, baggern und montieren. Das interessiert Birgit. Da habt ihr aber spezielle Anzüge bestimmt, ne? Ja, ganz normale Neoprenanzüge, 7 mm. Aber Trockenanzüge, ne, da zieht man sich natürlich ein bisschen wärmer an da unten. Birgit hat einen guten Draht zur Kundschaft. Und das gefällt Andrea. Das ist mir doch schon sehr wichtig, weil mir die Station hier auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und dann möchte man auch schon Leute im Hintergrund wissen, die es so auch weiterführen, wie ich es hier angefangen habe. Am frühen Nachmittag kommt dann auch Barkassenführer Malte. Nee, und du hast nie, dass die mal schlecht drauf sind oder grummelig oder sowas. Es sei denn, du kommst um 3:45 Uhr. Wenn du es irgendwie nicht geschafft hast tagsüber. Und dann wollen die ja Feierabend machen. Ja, der Hund ist immer so ein bisschen das Highlight, ja. Und es tut mir immer so leid, wenn du bunkerst und dann hast du ein bisschen Diesel an den Finger und dann den Hund streicheln. Der Hund müsste auch schon so leicht kontaminiertes Fell haben. Die Leckerlis für Andreas Hündin hat Malte natürlich nicht vergessen. Kiwi und ich, sag, ne? Wir gehören zusammen. Ne? Ja. Mein Gutes, ne? Meine gute Kaline bist du, ne? Oh, fein, ne? Oh, fein. Malte ist Quereinsteiger, wie Birgit. Den Beruf des Schiffsführers hat er erst mit Mitte 40 erlernt. Jetzt fährt er Touristen durch den Hafen und erklärt ihnen Attraktionen wie auch die Schiffstankstelle. Für Schäferhund Mischling Kiwi hat er immer etwas ganz Besonderes dabei. Das ist Bio. Möhren. Langsam. Na komm, weiß ab. Er will sie ganz haben? Oh oh, jetzt geht's zurück. Für ihn selber gibt es Andreas Kuchen. To go. So, da hast du für später dann was. Das ist ganz süß von dir. Bitteschön. Dass meine Frau sieht, du mich umsorgst. Da wird sie sagen, Gott, jetzt muss ich auch mal damit anfangen. Sonst ist er irgendwann weg. Oben Touristen aus aller Welt, unten die Welt von Andrea und Birgit. Und sonst alles gut, Michi? Mit Blick auf das Hafenpanorama. Ich gucke immer dahin, weil das immer schön aussieht. Gerade jetzt, wenn die Sonne scheint, besonders schön. Oder abends, wenn der Mond sich dann zwischen den Masten langschlängelt. Also es ist ein traumhaftes Bild. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fotos ich schon davon gemacht habe, weil ich immer wieder begeistert bin. Hat schon was, schöner Arbeitsplatz. Hat nicht jeder. Birgit? Ja? Dienstag gebe ich dir frei eine Stunde. Echt? Ja. Cool. Super, ich freue mich. Tschüss. Dann bis Dienstag. Andrea hat es möglich gemacht. Ja, ich darf am Dienstag eine Stunde mal mitfahren. Ja, klar, darf sie das. Das finde ich ja schön, da freue ich mich. Das ist der Vorteil, dass ich deine Chefin bin. Birgit hat sich bewährt. Ja, schön. Ciao, Jungs. Andrea könnte jetzt beruhigt aufhören. Aber vielleicht hängt sie ja doch noch ein paar Jahre dran. Denn gemeinsam machen die zwei die Schiffstankstelle im Hamburger Hafen zu einem ganz besonderen Anlaufpunkt.